so miteinander reden, wie wir Politiker, wie das Politiker oft machen. Polemisch, untergriffig, ohne Begründung, aber dafür mit vollem Arsch. Nach der Matura jobbt er als Taxifahrer. In offiziellen Lebensläufen taucht das nicht auf. Auch nicht, was Faymann sonst so gemacht hat. Geld verdient er vor allem als SJ-Obmann. Die Partei ist sein Leben. Selbst den Zivildienst absolviert er im SPÖ-Umfeld. Faymann gilt als besonders höflich. Im Erreichen der Karriere bleibt da wenig Zeit. Trotz intensiver Recherchen gibt es keinen Beleg, dass Faymann auch nur eine Prüfung abgelegt hat. An sich kein Problem. Wäre da nicht der offizielle Lebenslauf auf der Homepage des Parlaments. Da heißt es Bildungsweg, Studium der Rechtswissenschaft. Sie haben viel Einsatz recherchiert. Das heißt immer, Sie haben Jus studiert, nicht fertig. Aber gibt es einen Grund dafür? Ich sage nicht einmal, wie weit, weil ich habe immer auf die Frage, haben Sie je inskribiert auf der Uni gesagt, ich habe einiges inskribiert, ich habe Jus, ich habe Kunstgeschichte inskribiert, auch einmal Politikwissenschaft, habe auch Einzelvorlesungen besucht, aber ich gehöre nicht zu jenen, ganz im Unterschied zu anderen im Land, die sich mit irgendwelchen Titeln schmücken. Das habe ich nicht getan und habe ich auch nicht notwendig. Aber stimmt unsere Information, dass Sie in Ihrem Jus-Studium keine einzige Prüfung gemacht haben? Es hat damals ein Einführungsseminar mit einer Prüfung gegeben, die habe ich gemacht. Das war eine schriftliche Arbeit zu Beginn des Studiums. Ich habe auch bei Kunstgeschichte eine Aufnahmeprüfung gemacht, damit ich andere Vorlesungen besuchen kann. Aber ich habe mich nie gerühmt, mehr gemacht zu haben, und daher ist das auch so. Das stimmt aber nicht ganz, Herr Faymann. Ich habe da drei Lebensläufe von Ihnen. Einer ist von der Homepage des Parlaments. Da steht eben, den haben wir gerade im Beitrag gesehen, Bildungsweg, Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Wien. Der zweite ist von der SPÖ-Homepage. Da steht, an der Universität Wien Rechtswissenschaft studiert, nicht abgeschlossen. Nein. Und der dritte ist eine Presseaussendung der SPÖ, als Sie Verkehrsminister geworden sind. Da steht, nach dem Studium der Rechtswissenschaften wurde er Konsulent der Zentralsparkasse. Kann man wirklich sagen, wenn man de facto nicht an der Uni war, man hat Rechtswissenschaft studiert? Nein, und ich habe es auch nie gesagt. Sie haben es alleine gehört. Aber ich kann Ihnen mindestens 500 andere Bereiche bringen, wo gestanden ist, Faymann hat nicht studiert und wo das meine Leute auch gesagt haben. Aber auf die Frage, und die ist oft gestellt worden, haben Sie inskribiert, waren Sie auf der Uni, habe ich gesagt, ja, ich habe Einzelvorlesungen besucht. Herr Faymann, Sie machen sich jetzt zu leicht. Alle diese Lebensläufe sind von der SPÖ, auch der vom Parlament steht extra dabei. Ja, aber es steht ja das ist ohnehin nicht, dass ich es abgeschlossen habe, in keiner Art und Weise. Hier steht, dass also, Sie studiert haben, aber kann man nur, wenn mir einer fragt, wie lange, dann hätte ich das auch dazu gesagt, Herr Wolf. Jetzt sage ich aber auch dazu, Laura Rudasch hat erst vor kurzem den Rücktritt von Martin Graf gefordert. Und zwar nicht nur wegen dieser Stiftungsgeschichte, nicht wegen anderer Geschichten, sondern extra eine Presseaussendung. Ich hoffe, Sie vergleichen mich nicht mit dem Herrn Graf. In dieser Beziehung vielleicht doch eine Analogie. Die Frau Rudasch hat nämlich in ihrer Presseaussendung geschrieben, Herr Graf sei wegen Wählertäuschung untragbar, weil er sich in mehreren Presseaussendungen als Rechtsanwalt bezeichnet hätte, obwohl er diese Prüfung irgendwie nicht und hat. Und das sehen Sie nicht, den Unterschied, dass sich jemand als Rechtsanwalt bezeichnet und ist es nicht? Ja, er hat just studiert, ist Doktor. Habe ich mich als Rechtsanwalt bezeichnet. Einiger Zeit auch eine größere... Warum?